Just let me go up in under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. Yo ho und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 2. Ich hatte es ja bereits auf Facebook angekündigt und ich habe es nicht geschafft, die Datei zu re-uppen. Es war wirklich mein Fehler. Es tut mir furchtbar leid. Ich erkläre kurz, was wir gemacht haben. Wir haben, ich weiß nicht, ob ich das in der ersten Folge erklärt hatte schon, wir haben herausgefunden, wie dieser Typ funktioniert hier. Man kann ja also Dinge reintun, wie zum Beispiel, ich symbolisiere das gerade, ich könnte jetzt zum Beispiel diese drei Dinge hier reintun und könnte mir aus diesen drei Dingen etwas Neues machen, wodurch ich einen seltenen Gegenstand bekommen könnte. Man kann hier verschiedene kombiniere Zutaten und Lernzutaten, ein beliebiger ungesockelter Gegenstand. Was da steht, weiß ich immer nicht, weil das so ein bisschen doof gemacht ist irgendwie. Ein beliebiger einzigartiger Gegenstand mal 4. Das heißt, wir brauchen 4 einzigartige Gegenstände. Die sammle ich momentan gerade, deswegen bin ich hier beim einzigartigen Gegenstände sammeln. Und wir haben das herausgefunden, wie man das machen kann und dass man da verschiedene Rezepte rausfinden kann und dass man da hoffentlich mal coole Dinge kriegt. Und sind dann nebenbei gerade momentan dabei, hier in der Wüste, wo wir mittlerweile wieder leveln können, wieder ein bisschen zu leveln. Wir haben in den letzten Folgen... Ach, jetzt bin ich hier. Ist auch egal, dann machen wir halt hier nochmal. Den Boss habe ich hier schon platt gemacht. So, eigentlich müssten jetzt hier irgendwo noch Gegner sein. Bei dem Boss, den habe ich besiegt. Aber irgendwie... Ich sehe keine Gegner, aber ich sehe eine Truhe. Das gefällt mir. Okay, meine Katze hat gerade was gesagt. Ah, okay, da oben sind Gegner. Ja, wir leveln einfach noch ein bisschen in der Folge. Ich mache so eine 50 Minuten vor. Ich habe extra einen Wecker gestellt. Und... Bam, 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 bam. Ich habe wenig Mana. So, stirb. Ich brauche mehr Mana. Oh, wir haben Levelaufstieg erreicht. Ja, wir haben auch festgestellt, dass wir hier in der Burg wirklich gut leveln können. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir leveln ja weiter. Aber trotzdem hatten wir wirklich harte Probleme mit dem Boss hier wieder. Obwohl der Boss hier für Level 23 bis 26 gemacht hat, haben wir echt harte Probleme gehabt mit dem. Da seht ihr mal, wie gut die Höhle konzipiert ist, dass da wirklich ein Genie hinterstecken muss. Ich finde es gut, dass wir diesen Schuss jetzt haben, weil der hat irgendwie mehr Sinn als der andere, weil da können wir aus der Ferne gut attackieren, ohne selbst so viel Schaden zu nehmen. Finde ich gut. Weil das, was zu nahe kommt, können wir halt einen anderen Schuss nehmen. So, hier zum Beispiel jetzt so, da kommt einer zu nah. Oh. Ich habe wenig Mana. So. Sind die haben? Ja. Lalalala, ich hoffe, können wir mal ausschalten. Ja, tun wir mal 5 Minuten farmen und leveln, weil wir brauchen das Level halt noch, um weiter zu bestehen. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Jetzt haben wir zum Beispiel hier. Oh, okay, siehst du hier, da mal die Dinger. So, jetzt können wir hier nicht an den Rand. Könnt den so platt machen und hier an dem können wir auch ran. Bam. Wird aber oft stehen Mana. Ich würde es gerne ausstellen, dass er aufhört mit dem Mana schreien. Mit dem wenig Leben schreien finde ich das gar nicht schlecht, aber mit dem Mana ist echt nervig. Riesiger Heiltrank nehme ich mit. Das aufheilen. Das Ding platt machen. Also jetzt kommen wir eigentlich mittlerweile recht gut durch die Höhle hier. Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Mana. Ich glaube, ich muss den mal ein bisschen Mana unlastiger spielen. Sonst hört er gar nicht mehr auf zu schreien. Achso, habe ich gemacht anscheinend. Komme ich jetzt an den Sarkophag ran? Achso, da muss ich... Ah, ich glaube, den habe ich beim letzten Mal gar nicht aktiviert, kann das sein. Weil ich natürlich meinen Hebel habe ich gar nicht gefunden. Genau, ich komme nämlich hoch. Aha. Sehr schön. Wäre jetzt bitter gewesen, wenn da noch eine Falle drin gewesen wäre.
Ja, wir sind aber stopp. Ah, Mist. Ja, okay. So, drauf. Alter, wir haben eine ganz schöne Range, gell? Gefällt mir. Ich brauche mehr Mana. Ich habe nicht genug Mana. Heil. Riesiger Heiltrank haben wir da noch. Ach, krass, was da unten für ein Vieh steht, einfach mal. Weil der Tempel ist ja unterirdisch, ne? Aber na gut. So, dann machen wir ganz kurz IB. Und geben Tazi nochmal 5 Attributspunkte. Auf, da sind wir bei 150 bei Tazi. Und uns geben wir... Wo geht man bei uns drauf? Ich würde weiter gerne noch die Flittermäuser skillen. Haben wir da noch was, das unsere Bestie vielleicht stärker macht? Das Kreuzgeschoss haben wir noch, das könnten wir eigentlich mal... Die haben wir, glaube ich, schon mal gehabt, den Chaosausbruch, der war nicht so doll. Verfluchte Dolche, naja. Immer aktiv. Nächster Rang 14, Bonus auf Fernkampfwaffen, Schaden, Zeug und... Eigentlich ist das auch nicht schlecht. Euer meisterlicher Umgang mit Faustbüchsen. Immer aktiv, 4%ige Chance auf Betäubung, fordert deine Faustbüchse. Akimbo, Schadensbonus beim Führen von 2 Waffen. 2% höhere Chance auf Exekutierung. Exekutierung. Ah, okay. Das will ich mal nehmen. Vielleicht bringt das ja was, wenn wir auf 4% oder so, wenn wir es dann auf 10% hochskillen, dass wir dann ab und zu mal einfach was exekutieren. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Oh, ja, da. Ich glaub. Was? Ihr seid hinüber. Shit. Jetzt habe ich so auf die Exekutierung geachtet, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich angegriffen wurde von hinten. Na gut. Dann wollen wir mal. Haben wir denn zufällig gerade wieder einen. Nein, aber nicht, aber ich kann euch, glaube ich, mal zeigen, wie das jetzt funktioniert mit dem hier. Das habe ich euch jetzt. Das haben wir ja lang und breit durchgekaut, aber ihr seht das, habt das natürlich nicht gesehen jetzt, ne? Und zwar können wir, jetzt haben wir mal die, und was habe ich hier, Körperschaden zurückgeworfen. Hier finde ich nicht so gut. Dann können wir einfach die 3 und flupp haben wir 9. Und das ist der Chaos-Blutschein. 5%ige Chance, 50. Okay, sagen wir nämlich 9. Und das ist zum Beispiel dieses Ding hier. Das Ding hier macht jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir nehmen uns jetzt hier einen Heiltrank. Und zwar nehmen wir uns jetzt einfach mal... Wo habe ich viele von? Davon. Nehmen wir mal davon und dann kann ich mir mit 3 einen riesigen machen. Eurer Seite. Das haben wir schon erforscht. Jetzt müssen wir theoretisch noch kleine kaufen. Kann man denn kleine kaufen, damit wir das wenigstens einfach mal gemacht haben? Ich meine, das ist ja, gehört ja zum Spiel. Wir wollen ja trotzdem im Spiel alles zeigen. Womit kann ich dir? Kann man bei dir, nein, kann man nicht. Man kann bei dir keine kleinen kaufen. Das ist jetzt echt ärgerlich. Na gut, dann gebe ich dem Herrn hier mal sein Zeug. Ich momentan das nicht brauche. Das. Genau das. Haben wir 6000. Und können noch ein bisschen... Ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen leveln. Ich glaube, wir müssen noch bis Folge 2... Ne, bis Level... Weiß nicht, ich würde am liebsten bis Level 35 oder so würde ich mich noch aufleveln. Die Frage ist natürlich, wollt ihr das sehen? Soll ich das privat machen? Das wird privat... Kann ich das vielleicht machen, während ich mir selbst Let's Plays ansehe? Das mache ich ja auch täglich, dass ich mir selbst ein paar Let's Plays ansehe. Einfach... Um zu wissen, wo ist der Stand der Dinge, wie muss ich mich weiterbilden im Thema Let's Plays. Deswegen gucke ich mir gerne momentan sehr viele Let's Plays an und kommentiere da auch. Und momentan läuft, ist das auch ziemlich cool, weil... Ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt was Besonderes, aber ich fand es echt cool. Das wird zum Beispiel momentan unter den Videos oder auch bei Twitch, wo ich auch mittlerweile da bin. Wenn ihr da Lust habt zu folgen, dann könnt ihr das gerne machen. Da habe ich jetzt seine Aufgabe auch schon wieder. Ah, ne, die haben wir schon erledigt. Ah... Sehr schön Ruhm bekommen. Das sind einfach so Leute wie Hannibal oder Rahmschnitz oder so antworten oder so. Das fand ich ziemlich cool. Das hat mir gefallen. Das hat man ja doch recht selten, aber jetzt, wo ich momentan so aktiv in den YouTube-Kommentaren bin, habe ich dann doch ab und zu mal, dass mir einfach mal einer von diesen wichtigen YouTubern nochmal antwortet. Was wirklich ein sehr tolles Gefühl ist. Nicht nach dem Motto, oh ja, ich bin was Besonderes, weil er eine Antwort ist, sondern eher so nach dem Motto, hey cool. Es ist was dran an der Sache, dass sie wirklich antworten. Das war mir natürlich auch so klar. Ich weiß ja, wie das auf YouTube funktioniert, aber das selbst so zu erfahren, ist eigentlich ganz cool. Man muss sich auch mal über die kleinen Dinge im Leben freuen. Das ist sehr wichtig.
So, ich habe immer noch nicht die Hütte des Manticore gefunden. Ich weiß nicht, wo die sein soll. Die muss hier irgendwo in der Nähe sein, aber ich finde sie aber nicht. So, gehen wir mal hier nochmal hin. Dann haben wir hier drüben noch eine unentdeckte Stelle. Das Blutsteinmobil betreten, aber da kann man auch nicht rein, gell? Wir haben das ja versucht, da reinzukommen, aber es geht nicht. Da kommt man nicht rein in das Mobil. So, dann mal ganz kurz Map. Aber wir waren ja mittlerweile eigentlich fast überall. Die war hier unten, die Manticore-Höhle, das weiß ich genau. Ob das wirklich die hier war? Warst du die Höhle des Manticore? Oh, ich kann es mir fast nicht vorstellen, ich weiß es nicht. Gab es da noch eine Unterteilung, dass halt in der Schattenspaltebene die Höhle des Manticore dann war? Ach, das war hier. Ach so. Stimmt, die Höhle habe ich gefeiert, weil sie so schön einfach war. Ich erinnere mich. Wüstenschwarzer. Lalalalalala. So, haben wir hier noch ein paar, das sind alles Feinde. Ich erkenne gerade gar nicht den Unterschied zwischen meinen und dem Gegner. Der andere Gegner schon letztes Mal. Mana. Ich habe wenig Mana. Boah, wie episch geil dieses Beast-Fam aussieht. Du siehst so episch geil aus. Oh, oh, da sind zwei rausgekommen. Kentor. Ich finde das irgendwie cool jetzt, wenn zwei aus einer rauskommen, bringt mir das sehr viel Erfahrungspunkte, das gefällt mir. So. Ich denke mal, die Stop-Uhr, die gleich losgeht, wird auch sehr laut sein diesmal. Ich werde da, ich habe da eine Idee schon, wie ich das mache, dass das nicht immer mitbekommen wird, wenn ich die Stop-Uhr aktiviert wird. Weil es tut ein bisschen das Spielgefühl, glaube ich, dann kaputt machen, wenn das jedes Mal was ist. Habe ich schon eine gute Idee. So. Kommen ganz gut durch eigentlich. Ich finde diese Höhle so krass, einfach nur, weil sie so ekelhaft ist. Hier diese Spinnen, die von der Decke kommen, so. Ich feier das, ich mag das, das gefällt mir echt. System. Hier noch ein bisschen besser raus. Ich habe wenig Mana. Würdet ihr mal, Dankeschön. Ich habe nicht genug. Warum sind die so blau leuchtend? Ich habe wenig Mana. Ich brauche mehr Mana. Du brauchst mehr Mana, ich glaube, wir haben es verstanden. Ich brauche mehr Mana. So. Oh, oh, oh. Mana. Oh, oh, ein Boss. Okay. Boss, 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 Boss. Hey, wo denn? Ich will mal sehen, wenn da noch was war. Man sieht das durch die Säule so schlecht. Ist hier noch was? So, hier noch ein bisschen was. Da haben wir auch noch einen. Wüstenschwarzzahlen ist auch gleich weg. So, wo haben wir denn hier noch was? Da ist noch ein guter Sarkophag. Sarkophag der Heilung, nicht schlecht. Das gefällt mir. Klack, 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 klack. Ruhe. Eine Spinne. Ich will mal ganz kurz alles aufsammeln hier. Noch eine Truhe. Was haben wir hier noch so? Ein toten Abenteurer. Der gibt uns einen Teiltrank. Und ansonsten war es da schon. Eine eben nach unten. Unverteilte Fertigkeitspunkte. Was, schon wieder? Wieso denn jetzt nochmal? Also nicht, dass ich mich stürmen würde, aber... Hab's Gefühl, es gibt zwei Dinge, die einem helfen, aufzusteigen irgendwie in dem Spiel. Ich weiß aber nicht, was das andere. Einmal ist es der Ruhm, der sich hier unten widerspiegelt, aber da scheint es noch was anderes zu geben.
Wir haben wieder Boss. Ich brauche mehr Mana. Ja, so. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ah, okay, gut, genau das meine. Das war ziemlich laut gerade. Muss ja umändern. Ja, und den Boss noch kurz platt und dann sehen wir, wie es in der nächsten Folge weitergeht, meine lieben Freunde. So, ich muss das noch rendern. Ich habe eigentlich was ganz anderes vor heute auf dem. Das war, habe ich so gemeint im Infovideo, das heute geschaut hat. Das habe ich im Infovideo gemeint mit, man hat wenig Zeit dann auf Fehler einzugehen. Alles klar, ich wünsche noch einen traumhaften schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und ich hoffe, das war eine längere Aufnahme. Tschüss!